tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder dabei seid bei der dritten Folge von Kilians Pokémon Lexikon. Heute möchte ich euch mein Zoroark vorstellen. Zoroark ist die Weiterentwicklung von Zorua und hat wie dieses einen Mono-Undicht-Typen, womit er eine Schwäche gegen Kampf, Käfer und Fee, sowie eine Resistenz gegen Undicht und Geist hat. Hinzu kommt eine Immunität gegen Psycho-Attacken. Ein Blick auf Zoroarks Basiswerte gibt zumindest schon mal einen guten Einblick auf seine Fähigkeiten. Zoroark ist ziemlich schnell und hat zwei gute Angriffswerte, wobei der Spezialangriff hier noch ein wenig heraussticht. Seine Verteidigungswerte hingegen sind schwach genug, dass eigentlich alles, was irgendwie offensiv gebaut ist, ausreicht, um ihn zu one-hitten. Die EV verteilen wir voll in Spezialangriff und Initiative mit einem hastigen oder naiven Wesen, um die Initiative noch weiter zu erhöhen und einen der beiden nutzlosen Verteidigungswerte zu senken. An dieser Stelle möchte ich ganz kurz anmerken, dass mein Zoroark keine perfekten DV hat, aber mit allen DV auf 30 lässt sich meiner Meinung nach auch noch gut arbeiten. Wenn ihr dieses Zoroark übrigens haben wollt, das gibt es im Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 in Maria City geschenkt. Die DV sind dabei festgelegt, aber gut, zurück zum Thema. Zoroark hat genau eine Fähigkeit, durch die es sich stark behauptet, Trugbild. Diese Fähigkeit gibt ihm das Erscheinungsbild des Pokémon, welches an letzter Stelle in eurem Team steht. Euer Gegner weiß also nie genau, ob er einen Zoroark vor sich hat oder nicht. Zumindest bis Zoroark von einer offensiven Attacke getroffen wird und so das Trugbild zerstört wird. Zum Moveset. Nachtflut ist Zoroarks Spezialattacke und gleichzeitig die stärkste spezielle Unlichtattacke im Spiel. Sie hat eine 40%ige Chance, die Genauigkeit des Gegners zu verringern. Flammenwurf ist eine Attacke, mit der man viele Pokémon überraschend effektiv treffen kann. Kehrtwende ist zwar eine physische Attacke, aber ein Switch mit ein wenig Schaden ist nie verkehrt, gerade wenn Zoroark gerade keine Chance hat, seinen Gegenüber zu one-hitten. Ränkeschmied boostet Zoroarks Spezialangriff um 2 Stufen und er erhält dank seiner Fähigkeit auch erstaunlich viele Gelegenheiten, sich zu boosten. Als Item ergeben sich hier zwei sehr gute Optionen. Zum einen der Fokusgurt, da Zoroark so fragil ist, dass er bei der ersten Attacke so oder so umkippt, eignet sich ein Fokusgurt hervorragend, um einen K.O. zu verhindern. Die andere Option ist der Lebenorb. Dieser erhöht seinen gesamten Schaden um 30% und die verlorenen KP stören ihn auch nicht weiter, da er sowieso nach einer Attacke umkippen würde. Zu Zoroarks Spielweise. Zoroark zeigt starke Präsenz während des gesamten Kampfes und hat vor allem das Ziel, den Gegner zu verunsichern. Versucht Zoroark so lange wie möglich am Leben zu halten, damit ihr euren Gegner auch lange genug mit ihm ärgern könnt. Arbeitet viel mit Kehrtwende und wechselt ihn nie in irgendwelche Attacken ein, die keine Psychoattacken sind. Überlegt bereits während der Teamaufstellung, in welcher Reihenfolge ihr euer Team aufstellt. Zoroark sollte entweder an erster oder zweiter Stelle gewählt werden, damit seine Trugbilder den ganzen Kampf überwirken können, auch wenn einige eurer Pokémon schon K.O. sind. Zoroark kann oft für einen überraschenden K.O. genutzt werden, indem er ihn einwechselt und der Gegner in dem, was er vor sich sieht, keine Bedrohung wahrnimmt, wenn er nicht weiß, dass ein Zoroark vor ihm steht. Eine spontane Nachtflut oder ein Flammenwurf von einem Pokémon, das diese Attacken nicht kennen sollte, überrascht viele Spieler. Ihr könnt das Ganze auch umgekehrt machen und Zoroark gegen etwas reinschicken, was er selbst eigentlich gar nicht kontern kann, jedoch das Pokémon, für das er sich ausgibt. Euer Gegner wird aus Unsicherheit einfach auswechseln, was man selbst für einen Ränkeschmied nutzen kann. Da der Gegner bis dahin immer noch nicht mit einem Zoroark rechnet, ist das reingeswitchte Pokémon oft auch kein Konter gegen Zoroark. Versucht nach einem Ränkeschmied also so viel Schaden wie möglich zu machen, bevor euer Gegner einen Konter gegen euch benutzt. Ob ihr Zoroark dann auswechselt oder einfach weiter draufhaut, ist euch überlassen. Das hängt auch davon ab, ob ihr Zoroark für den Rest des Kampfes noch braucht. Zoroarks Effektivität ist stark von seinem restlichen Team abhängig und wie gut es die Trugbilder einsetzen kann. Die besten Trugbildpartner sind mittelschnelle Gift-Pokémon wie Nidoking. Diese zwingen langsame Feen-Pokémon, gegen die Zoroark wenig machen kann, zum Auswechseln und lassen gleichzeitig schnelle Psycho-Pokémon, die sich hier einen leichten K.O. erhoffen, drinbleiben, um dann zu sehen, dass Psycho-Attacken keine Wirkung auf Unlicht haben und von einer Nachtflut vernichtet werden. Außerdem eignet sich ein stark defensives Pokémon, welches man immer wieder einwechseln kann, wenn man Zoroark auswechselt. Pokémon mit Belebekraft bieten sich hier besonders gut an. So, das war's dann erstmal zu meinem Zoroark-Set. Wenn ihr noch Fragen habt, dann ab in die Kommentare damit. Ansonsten seid ihr jetzt wieder dran mit Aussuchen.